was bisher geschah. Der selbsternannte Comedy-Do-It-Yourself-Broadcaster Komani Kev eröffnete gegen Baumi einen rauten aka-Hashtag-Krieg. Baumi, der am aufsteigenden Himmel der YouTube-Szene glänzte wie nie zuvor, ergriff besorgt um sein Ansehen sogleich die Gegenmaßnahmen und wollte seine Kampfkraft erhöhen. Er baute aus dem Nichts ein neues Studio zu moderieren und scheute es nicht, den 7. Kredit, den Unerfahrene den Weg des YouTube-Moneys nannten, auf sich zu nehmen. Außerdem erlernte er in 2 Tagen das japanische Brettspiel Go und aus Watchtime-Gründen lernte er gleich noch die ganze japanische Sprache dazu. Diese lernt er nun als Zusatz in jeder Folge in unserem Format. All Hail to Baumi. ミュンヘン、創造的な鍛造、会計クラブ、ゲームバズ。Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid und ich bin heute das erste Mal hier in meinem wunderschönen, in meiner Anime-Corner und das ist mega nice. Das boxt sich voll. Wie findet ihr das eigentlich so? Was habe ich euch zu erzählen? Was ist noch so Neues passiert? Ich war bei Alex Gutmensch, Link steht unten natürlich auch in der Beschreibung, in einem Video zu sehen und ich finde dieses Format einfach spitzenklasse, denn in dem Format ist es so, dass die Leute einfach nach guten Nachrichten gefragt werden und nicht nach schlechten, denn schlecht ist irgendwie jeden Tag und gut ist es einfach wunderschön und davon soll es viel mehr geben und deswegen unterstützt ihn und zeigt ihn, dass ihr das auch gut findet und ja, hier kommt auch noch schnell mein Ausschnitt von mir, Idle Whitel. So, der Baumi! Wunderschöne Nachrichten und zwar habe ich in letzter Zeit alles genutzt und habe Rentner gefragt, wenn ich sie getroffen habe, was denn deren schönstes Erlebnis in ihrem Leben war und viele haben darauf geantwortet, also wirklich prozentual sehr viele, dass sie die Geburt ihres Enkels, vor allem Enkel, nicht nur Kind, sondern vor allem Enkel, weil sie gesagt haben, sie sind ruhiger und so weiter und dass ihnen das die meiste Freude im Leben gebracht hat und ich fand das ziemlich interessant, dass erfahrene Menschen mir sowas sagen, also danke! Yeah. Außerdem muss ich sagen, wir haben bei Gamebuds ein gutes Video gemacht, muss ich jetzt echt mal sagen, also ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf. Und zwar haben wir Vergleiche gemacht und ich glaube, dass da definitiv noch ein zweites Video folgen wird, würde ich jetzt mal sagen, wenn das einigermaßen gut ankommt. Aber ich habe es so gefeiert und wir haben auch so ein bisschen neu ausprobiert mit Detailaufnahmen, besser schneiden, das mit dem Premiere läuft richtig gut, finde ich. Und richtig Bock. Schaut auf jeden Fall mal auf Gamebuds und ja, das ist soweit passiert. Und sonst habe ich in letzter Zeit sehr viel Anime geschaut und glaube, dass Kev irgendwie mir viel zu weit voranschreitet mit der Kampfkraft. Denn wir haben zwar stetigen Zuwachs da, aber irgendwie ist er schon noch ein bisschen fixer als ich. Naja. Heute geht's mal mit den standardüblichen Wörtern los. Wir haben diesmal mehr, aber sehr einfache, die euch wahrscheinlich sehr bekannt vorkommen. Aber wir gehen sie trotzdem durch, wie zum Beispiel Konnichiwa. Konnichiwa bedeutet guten Tag. Oder das gut bekannte Arigato. Das bedeutet Danke. Nächstes auf der Liste wäre Sumimasen. Das bedeutet Entschuldigung. Yokatta. Das ist gut. Ihr könnt natürlich immer zurückspulen, wenn es euch zu schnell ist. Dozo, bitte, wenn mir jemand was anbietet.
Kampai! Prost! Sayonara! Tschüss! Auf Wiedersehen! Nihongo versteckt sich hier im Titel. Japanisch. Nihon. Japan. War leicht, oder? Das nächste Mal machen wir noch ein paar mehr oder ein paar schwerere. Ciao, matane! Willkommen zurück zur zweiten Stunde und Respekt an dich, dass du immer noch Bock auf Go hast. Heute geht's ums Thema Freiheiten und einen Stein gefangen nehmen. Aber fassen wir erstmal das Letzte zusammen. Beim letzten Mal haben wir gelernt, dass das ein 19x19 Brettspiel ist, auf dem wir auf die Schnittpunkte setzen. Dort beginnt normalerweise immer schwarz und es wird immer abwechselnd gesetzt. Das heißt schwarz, weiß, schwarz, weiß. Kommen wir zu den Freiheiten. Dieser Stein hat 1, 2, 3, 4 Freiheiten und sollte man mal in Bedrängnis kommen, sollte man sowas hier machen, denn aus einer Freiheit werden jetzt 1, 2, 3. Warum erkläre ich euch jetzt? Denn hättet ihr nicht für mehr Freiheiten gesorgt, würde Weiß dorthin setzen und den schwarzen Stein alle Freiheiten nehmen. Ist das passiert, nimmt man den Stein raus und er ist gefangen. Dieser wird dann als Punkt gezählt, also wünsche ich euch eine gute Jagd und übt das fleißig. Heute geht's mal mit den standardüblichen Wörtern los. Wir haben diesmal mehr, aber sehr einfache, die euch wahrscheinlich sehr bekannt vorkommen. Aber wir gehen sie trotzdem durch, wie zum Beispiel Konnichiwa. Konnichiwa bedeutet guten Tag. Oder das gut bekannte Arigato. Das bedeutet Danke. Nächstes auf der Liste wäre Sumimasen. Das bedeutet Entschuldigung. Yokatta. Das ist gut. Ihr könnt natürlich immer zurückspulen, wenn es euch zu schnell ist. Dozo, bitte, wenn mir jemand was anbietet. Kampai, Prost. Sayonara, tschüss, auf Wiedersehen. Nihongo, versteckt sich hier im Titel, Japanisch. Nihon, Japan. War leicht, oder? Das nächste Mal machen wir noch ein paar mehr oder ein paar schwerere. Ciao, matane! So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Demnächst schaltet mal wieder ein, es kommt wieder was Neues und dann könnt ihr wieder was lernen und auch dabei Spaß haben, wenn ihr möchtet. Vergesst nicht, meine Kampfkraft zu erhöhen, denn wir müssen Kommunikat besiegen. Also, ihr wisst Bescheid. Abo.